Ja, seit mehr als 6 Wochen keine Kinderstimmen hier in der Grundschule Nehesdorf, wie auch in den anderen Grundschulen in der Stadt Finsterwalde. Außer die Kinder, die in der Notbetreuung im Hort sind, die durften vereinzelt hier im Gebäude sein, aber mehr auch draußen, so wie das Wetter auch das hergegeben hat. Seit gestern nun dürfen die ersten Klassen wieder das Schulgebäude besuchen. Frau Magister, wie sieht es aus hier in der Grundschule Nehesdorf am ersten Tag nach der langen Ruhezeit? War schon ein tolles Gefühl, als gestern die ersten Kinder wieder unseren Schulhof hier betreten haben und die Schule für sich zurückerobert haben. Die sechsten Klassen sind ja nun die ersten Kinder, die wieder am Unterricht in der Schule teilnehmen dürfen. Und nicht nur wir Lehrer waren da hoch erfreut, die Kinder wieder bei uns zu haben, auch die meisten Schülerinnen und Schüler haben das widergespiegelt, dass eine Schule dafür da ist, dass Kinder hier lernen, dass Kinder hier spielen, dass Kinder hier ihre Zeit miteinander verbringen. Aber die Kinder haben auch festgestellt, dass die Schule nicht mehr so ist, wie sie sie am 17. März verlassen haben. Vom normalen Unterrichtsgeschehen sind wir noch ganz weit entfernt. Die Kinder haben gesehen, wir können nicht in großen Klassen unterrichten, wir müssen das in geteilten Gruppen machen. Die Klassenräume haben einen Teil ihres Mobiliars verloren, zwischenzeitlich, damit der Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden kann. Wir haben Einbahnstraßensysteme nicht nur auf den Straßen, sondern jetzt auch im Schulhaus, auf den Fluren und Treppen, sodass jedes Kind und auch jeder Erwachsene erst einmal neu die Verkehrsregeln lernen muss. Wo darf man denn lang und wo darf man nicht lang, damit einfach das Zusammentreffen von Gruppen gut vermieden wird. Die Kinder haben in ihrem Unterricht eine Bezugsperson am Tag. Es wird also kein Fachlehrerwechsel stattfinden. Das bedingt, dass sich alle unsere Lehrkräfte in engem Austausch miteinander befinden, weil ja die Lehrkraft, die vor der Klasse steht, durch die eigentlichen Fachlehrer vorbereitet werden muss und auch den Rücklauf sichern muss. Deshalb haben wir uns zum Thema Hausaufgaben einfallen lassen, dass unsere Kinder während dieser Zeit des besonderen Unterrichtes keine traditionellen Hausaufgaben à la Seite 4 Nummer 3 aufbekommen, sondern dass die Nachmittagszeit dafür genutzt werden soll, mit dem eigentlichen Fachlehrer in Kontakt zu treten. Also die Sachen, die die sechsten Klassen aus den Phasen des Lernens von zu Hause aus kennen, jetzt weitergeführt werden, sodass man je nach Absprache per Telefonat, per Mail oder auch per Telepräsenzstunde nachmittags mit den Fachlehrern noch in Kontakt tritt. Wir hoffen, dass das gut klappt. Gestern ist es prima angelaufen. Wir haben uns gefreut, die Kinder wieder hier zu haben und hoffen, dass das in der nächsten Woche, wenn die Fünftklässler dazukommen, genauso gut klappt. Damit alle Regeln eingehalten werden, sind wir gut unterstützt. Zum einen durch unsere Schulkrankenschwester, die die Regel des Tages jeweils mit verkündet. Zum anderen durch diverse Aushänge im Schulhaus, aber auch durch die Stadt Finsterwalde, die uns sowohl bei der materiellen Ausgestaltung als auch bei den tollen Starterkits für unsere Kinder der sechsten Klassen toll unter die Arme gegriffen hat. Dafür danke. Ja, Frau Magister hat uns ja erzählt, die Kinder, aber auch die Lehrer haben sich gefreut. Ich kann das nur bestätigen. Mein Sohn, der wartet schon, der darf nächste Woche Montag wieder in die Schule. Bis jetzt war ja immer nur möglich, sozusagen per Video oder in der Schulcloud mit den Lehrerinnen und Lehrern Kontakt aufzunehmen. Aber ich glaube, auch das hat vielen Kindern hier in der Stadt geholfen. Es war, glaube ich, die richtige Entscheidung, dass wir alle drei Grundschulen mit dem schnellen Glasfaser der Stadtwerke ausstatten konnten, sodass die Lehrerinnen und Lehrer auch einen intensiven Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern halten konnten, obwohl ja die großen Abstandsregelungen für alle auferlegt waren und keine Kinder hier in den Grundschulen sein durften. Frau Opitz, wie sieht es bei Ihnen aus in der Grundschule Stadtmitte? Ja, hallo. Erstmal herzliche Grüße aus der Grundschule Stadtmitte. Auch wir haben gemeinsam mit den Lehrerinnen und Lehrern versucht, für unsere Schüler, die seit gestern endlich wieder in der Schule sind, einen guten Schulalltag zu organisieren. Ich kann sagen, dass die Schülerinnen und Schüler sich sehr gefreut haben, aber nicht nur die, sondern auch unsere Lehrerinnen. Wir haben kleine Lerngruppen und versuchen jetzt mit den Kindern die wichtigsten Fächer Deutsch, Mathe und Englisch gemeinsam in kleinen Lerngruppen zu bewerkstelligen. Der gestrige Tag war sehr entspannt.
Es war neu, die Kinder waren aufgeregt und wir haben gesehen, dass sie sehr wertschätzend und ruhig miteinander umgehen. Das hat uns sehr berührt. Wir alle versuchen jetzt gemeinsam die Zeit zu genießen, fleißig zu lernen und lernen jeden Tag neu dazu.